Shisha sucht dies. Heute mal wieder ein Reaction-Video. Ich meine, das letzte Video ist ja brutal angekommen. Ich meine, wow, ich glaube 106 Likes waren es bis jetzt und dann 103 Dislikes. Brutal, Alter. Ihr habt richtig Bock auf das Video gehabt und ich habe mir eure Vorschläge zu Herzen genommen. Wir gucken uns das Video jetzt einfach mal komplett an und sagen dann zum Schluss unsere Meinung, anstatt immer wieder zwischendrin zu stoppen. Das war ja auch irgend so ein Kriterium. Ich habe heute den lieben Florian dabei. Kennt ihr ja noch von anderen Videos. Ja, ich dachte so mit ein bisschen Verstärkung werden die Dislikes ein bisschen runtergehen. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also, es ist mal wieder eine Shisha-Revolution. Naja, okay, was heißt Revolution? Es ist ein Gadget. Ein Tabakdispenser, also so ein Tabakspender. Ich glaube, es hat irgendetwas mit Köpfen zu tun. Ich habe nur kurz irgendwie was gelesen, ein Bild gesehen oder so. Irgendwas mit der Kurbel, keine Ahnung. Gucken wir uns das auf jeden Fall mal an und ja, ihr wisst schon. Also, warte, wie habe ich denn nicht was? Just smart, hooker, fun. Fun! Okay, also das Video ist schon professionell gemacht, muss schon sagen. Also, diese Animation und dieses Reingucken, das ist schon gut gemacht. Aber kommen wir mal zu der Materie. Alles klar, ich muss lachen, als man da diese Hand da in diese Schlaufe da reinmachen konnte, weil es keine Schlaufe in diese. Ja, auf jeden Fall, damit das eine nicht aus der Hand fällt, okay, klar, logisch, man muss es ja irgendwie halten, okay. Mit einer Kurbel. Ich will erstmal, Flo, sag du erstmal deine Meinung. Ja, also optisch sieht es für mich persönlich aus wie diese Maßbänder. Kennst du die? Achso, ja. Sieht genauso aus und das kann man auch so kurbeln. Reinkurbeln und rauskurbeln. Ach so, ja, diese kleinen Meter meinst du da? Diese? Ja. Ja. Sag doch einfach jetzt mal, was hältst du von dieser Idee? Also die Hände bleiben sauber, aber meiner Meinung nach gibt es da was viel Praktischeres und wahrscheinlich auch 20 mal günstigeres. Und zwar... Ja genau, ich habe gelesen, das kostet 24, oh, ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, 24,99 US-Dollar, also keine Ahnung, wie viel das umgerechnet sein wird, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja, also, das ist einfach nur ein Tabakspender für den Kopfbau und damit soll man mixen können. Da kam schon ziemlich viel Tabak rein, muss ich sagen, also, da hat man ja auch noch gesehen, wie man es zerlegen konnte und alles mögliche. Klar, zum Saubermachen ist das gut, aber vor allem, um den Tabak da reinzumachen, muss man es ja aufmachen. An sich ein ganz interessantes Gadget, aber ich glaube nicht, dass ich mir so ein Ding holen würde. Allein aus dem Grund, dass da man das mit dem Mixen kann man ja auch selber machen, aber... Ja, diesen Stocher. Man kann sich für 1,50 oder so einen Stocher holen. Und da bleiben die Hände auch sauber. Und ja, aber eigentlich nicht schlecht, finde ich, dass man den Tabak halt umrühren kann. Weil wenn der zum Beispiel klumpig wird, also ich weiß halt nicht, ob es den Klumpigen wieder ein bisschen entklumpt. Ja. Aber das kann man auch
mit daran wachsen. Ja, also mein Kriterium wäre halt nur, da man da schon ein bisschen, sah schon ein bisschen nach viel Tabak aus und da hat man jetzt so 50-50 reingemacht und das wird dann halt eben so, ich weiß nicht, ob das wirklich auf 50-50 Mixtur rauskommt, also tja, was soll man dazu sagen? Der Preis. Ja, der Preis, das ist schon mächtig für so ein Gerät. Also, das ist ja keine Elektronik oder so, das ist nur Plastik. Ja, vor allem ist es etwas, was man jetzt nicht wirklich braucht. Das ist einfach nur ein Gadget, das man holen kann. Ich hätte gesagt, der Preis ist schon ein bisschen zu hoch. Man hätte vielleicht gesagt, so für einen Zehner, ja komm, für einen Zehner nehme ich das mal so. Von mir aus, so zum Ausprobieren, vielleicht wenn ich faul bin, mach ich das oder mix mir das so oder was auch immer. Aber für den Preis ist es echt wirklich zu viel. So, Dankeschön Leute, dass ihr zugeschaut habt. Was haltet ihr von der Generation Smart Fun? Hooker Dispenser. Wenn ihr mehr Reaction-Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn es wieder was zu kritisieren gibt, gerne auch. Dankeschön an Flo, dass er bei diesem Video dabei war. Es ist ein kurzes Video, glaube ich mal. Ja, und ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder, Leute. Bis dann. Flo, du darfst.